So, willkommen bei einer weiteren Folge von Let's Play Together Supreme Commander! Forged Aliens, genau. Forged Aliens. Wir spielen heute 4 gegen 4 und zwar ist es doch wieder ein Sny and Friends, weil irgendwie doch noch der Bleach dabei ist. In meinem Team, ein reines Sny-Team, Mike, Hatice, Christian und ich. Und im gegnerischen Team, schön, dass ihr alle Hallo sagt. Hi. Im gegnerischen Team, wir wollten dich erstmal ausreden lassen. Hallo. Freut mich, Mann. Mark, Johnny, Daniel und der Bleach alias Valentin. Hey, der Johnny mit seinen Karte Titten. Ist Planet. Jetzt sag mir mal, wie es ausgesprochen wird. Planet Lettuce. Lettuce, okay. Ich hätte Lettuce Gemüse, oder so. Salat. Ja, aber go. Das hatten wir doch letztes Mal schon. Ja, go. Genau. Go. Go, go. Go. Go, go, Girls. Der Johnny nervt mit seinen Titten. Ach, der hört damit auch irgendwann auf. Yeah. Die Freundin ist schon längerer Zeit nicht mehr. Da muss ich was anderes einfallen lassen. Das glaube ich nämlich auch. Ja, irgendwann trifft er mich wieder. ich mache meine Scouts, ne? Mike, das alles hier gehört doch mir, oder? Ja, ja. Christian, wäre cool, wenn wir es schaffen, hier die Verteidigung hinzubauen. Also vor diesen zwei Punkten, weißt du? Dass wir die wir müssten eigentlich hier schon hinkommen. Ja, genau, dass wir vor diesem Hügel uns verteilen. Das ja, wäre. Oder hier. Das wäre. Vielleicht schnell genug da hinkommen, ne? Ja, genau. Das wäre eine super Aufgabe. Weil das sind Massepunkte, die denen fehlen. Darum geht es halt auch vor allem. Mhm. Wie machen wir es mit der Verteilung? Nimmst du die rechts und ich nehme die vorne? Total Latte. Wir nehmen das, was wir kriegen. Die zwei rechts. Du hast direkt Latte neben gesagt. Dir. Die zwei hier und ich nehme dann. Die zwei da erstmal. Ja. War das so? Also ich würde sagen, wir nehmen das, was wir kriegen können. Ja, ja, klar. Du kannst da rechts noch ein bisschen mit durch. Welche nimmst du jetzt? Achso. Ja, der Christian hier. Yeah. Voll im Management hier. Die zwei. Okay. Kannst die zwei unteren nehmen. Und dann rechts gucken wir halt einfach mal. Und in der Mitte. Mal gucken, ob wir das hier so hinkriegen. Also mein Ziel ist wirklich, wie gesagt, wir müssen das da unten kriegen. Da geht kein Weg dran vorbei. Da werde ich auch drum kämpfen, bis zum geht nie mehr. Ich baue jetzt hier gerade nur kurz auf meinen Commander mit, und dann werde ich mit meinem Commander auch da in die Ecke laufen. Da halte ich mich hier noch so ein bisschen zurück. Hatice wirklich auch viele, würde gar nicht mal so sehr auf Angriff gehen am Anfang, sondern eher ja, Abfang gehen. Ja, das lasse ich auch. Das bringt oft. Oh, da steht schon ein Scout. Die wissen, dass wir. Da sind. Und nicht vergessen, Christian, ich kann sein, dass ich jetzt mehr einnehme, als mir gehört. Das macht nichts. Ich gebe nur nichts ab. Da steht schon ein Scout auf jeden Fall. Killen kannst du den nicht, oder was? Den holen wir uns gleich. Flieger kommen? Bombe? Nee, Scouts. Da vorne steht schon irgendwas. Da haben wir oben einen Massepunkt eingenommen. Ja. Oben steht oben schon sind was. Schon welche, ja. Haben wir einen Bomber für oben? Nee, ich hab nur Scouts. Wenn ich baue schnell einen, oder? Leech ist da vorne. Commander. Ja. Na, der baut da vorne seine Fabrik hin. Ja, der macht da auch schon direkt Luft. Christian, dann lauf da hin mit Artillerie. Das ist
Also versuche mit Artillerie fernzutreiben, weil das nervt. Ja, ich bin gerade Dings am Bauen noch. So. Ja. Die Frage, bringe ich meinen Commander dahin oder lasse ich ihn erstmal hier? Ich würde ihn erstmal so in unserem Bereich lassen. Wir müssen wegen der Luft vom Mark extrem aufpassen. Ja, oben die drei habe ich schon mal nicht. Warte, er war da ziemlich schnell. Ich schick mal Bombe. Weißt du, ich habe direkt dahin geschickt. Muss ich gleich eine Raid hinmachen. Guck mal, da kommen auch schon viele Einheiten. Wahrscheinlich baut er da auch gleich dann eine Landfabrik. Ja. Das hat er das letzte Mal auch so gemacht. Hm. Okay. Oh, bau mal schneller Bomber. Also stellt euch darauf ein, dass Johnny macht auch Luft. Ja klar haben die Luft. Johnny macht auch Luft. Ach, Johnny macht auch Luft. Okay, dann ich habe auch schon, ich habe auch eine Luftfabrik, Waffenfabrik, also das ist nicht so tragisch. Ja. Guck mal, hier baut der Johnny schon eine Landfabrik. Mhm. Ey, wieso ist es so lahm? Ich höre gleich. Meinst du, kannst den einen noch nehmen hier, ne? Den einen Waffenpunkt. Achso, ja. Genau, mach die Dings kaputt, das ist gut, sehr gut hat die. Da ist Dings, Luftwehr, mobile Luftwehrartillerie. Ja. Achtung, da kommen die ersten Einheiten da oben. Wo oben? Da können wir stehen. Bei uns. Willkommen. Na Commander, der baut da direkt hin, da müssen wir gleich aufpassen, der hat da direkt zwei Dinger hingebaut. Scheiße, da kommen Abfangjäger. Ich lasse das, ich baue jetzt immer nur Abfangjäger, weil das bringt nichts. Also da muss direkt entweder jemand hin, weil die machen das gleich kaputt. Also die bauen da wahrscheinlich gleich wieder auf. Guck mal. Worauf gucken? Naja, das ist schon... Ich gehe da hin. Er geht rechts rum, er will oder will rechts rum. Ey, drück mal geradeaus auf Bleach. Christian, genau. Noch so viele Einheiten hat er noch nicht. Der baut da eine Mauer, Mike. Ja. Ja, was denn sonst? Hallo, ruhig, ich bin gleich. Ich mache mal die Techniker kaputt. Ja. Naja, doch, er hat schon einiges da, ne? Aber ich mach den Technik kaputt. Das sieht schon mal gut aus, Christian. Lauf jetzt einfach mal durch. Genau, zieh das. Ach ey, was macht der denn da? Kommt der denn da durch? Beim Angriffsspot, ey. Genau, du machst eher dieses kleine Ding da, versuchst zu halten und ich. Ja. Geil, die zwei kommen da durch, guck mal. Du kannst deine Einheiten sogar noch ein bisschen weiter vorschieben hier. Also nicht direkt an meinem Radar halten, sondern lieber da. Oh, jetzt kommt Daniel. Oh, in der Mitte greift er an. In der Mitte haben wir gar nichts, ne? Momentan. Oh, kurz mal oben scouten, Hatice. Bitte. Er kommt jetzt hier runter. Das ist einiges. Tim? Ja. Wo unten? In der Mitte meinst du? Hier oben. Ich will gucken, ob der sich da oben schon aufbaut. Okay. Oh, der hat mehr als ich. Ja, ich sehe das schon. Ich baue mit einer Fabrik jetzt auch Bomber. Der Weg ist hier viel zu lang gerade. Ja. Ah, so, ah, der hat da gedroppt. Der Shepard hat gedroppt. Ja.
Wenn du Abfangjäger hast, wäre gut. Ansonsten, gut, ich bin jetzt gerade am Hochtecken. Bin ich, wie gesagt, Tech 2 Verteidigung, Christian. Guck mal, Achtung! Da kommen Bomber oben, hast du Abfangjäger, TJ? Hier vorne ja. Rein, Tech 2 Verteidigung. Ja. Daniel kommt schon mit einem richtig riesen Spam hier an. Der ist grad, ja. Guck mal, ich hab ihn die Fabrik da oben kaputt gemacht und er hat's nicht mitbekommen. Ja, aber. So, wieso greift die denn hier nicht? Wo ist er hin? Oh, ich bin schon gut durch da oben. Ja, ist bei dir durch. Bin gerade am rüberziehen. Ne, brauchst du nicht. Nee, brauchst du nicht. Ey, fahr unten lang, bleib du oben ruhig, das ist kein Problem hier unten. Oh, nur in der Mitte mal ein Radar, wer sehen da nicht? Wie in meinem Shepard jetzt schon fast volle Base in meiner Gruppe da oben. Ich mache erstmal die ganze Masse da oben kaputt gerade. Du kannst wieder in der Mitte drücken. Christian? Bitte? Du kannst wieder in der Mitte drücken. Scheißdreck, ey. Ah, die sind jetzt tot. Radarsystem muss ich kaputt machen. Warum? Ja, hier muss ich nicht mal was sehen. Ich baue jetzt auch noch ein bisschen mit Luft gleich. Ja, das wäre gut. Unser Radar steht noch. Okay. Da links kommen die ersten Einheiten, ja. Sehe ich. Krass, mein Commander hat alle abgeräumt hier, ey. Genau, immer wieder schön auf die Verteidigung, Christian, das sieht sehr gut aus. Dann ja da eher und so, einer. Komm hier, Bomber. Tisch, kannst du uns mal hier kurz drüber fliegen, damit wir ein bisschen mehr Teil haben, was hier alles gerade passiert? Klar. Danke. Donny, du Pussy, ey. Hast dich da eingegraben. Guck mal hier. Christian, kannst du mir bei den kleinen Einheiten hier helfen, die mir im Weg stehen? Jo, ich komm. Bitte, danke, weil ich habe eher was für die Entfernung, weißt du? Bin unterwegs. Okay, Johnny hat auch einiges am Start hier irgendwie. Da ist Verteidigung er hat ein Gun-Upgrade. Und diese eine die eine Verteidigung muss kaputt gemacht werden. Gut. Leech ist gerade übelst im... Ne? Leech wird gerade von uns. Oh, da kommt jede Menge, ja. Leech aber hier kommt durch die Mitte einiges. Okay, die Mitte wird ein Problem. Ja. Ja, ich muss ja ein bisschen zurückziehen, meine Einheit. Ich glaube, ich stehe mal auf Tick 2. Ach, Scheiße. Daniel ist jetzt auch in der Mitte. Für Strom sorgen. Ich hänge irgendwie hinterher.
Weiß noch nicht warum, aber. Da, ihr kommt mit Tank 2. Wir müssen oben das mal kaputt machen gleich, aber ich glaube. Hat jemand Strom für mich? Zufälligerweise. Ja, Bomber vom Mark hier. Wir haben übelste Probleme. Daniel, es war Daniels Aufgabe, sich nur hochzutanken. Den Anschein macht's mir gerade hier. Oha, dann hat Tech 2. Wie gesagt. Er scheint mir so, als war es seine Aufgabe. Ach, scheiße, ey. Wenn du irgendwie einen Stromgenerator irgendwas hinbauen könntest? Nee, haben wir nicht. Achtung, die machen unser Radar kaputt! Ja, mein Radar ist weg jetzt. Wir sind Bomber, wir müssen den Bomber kaputt kriegen. Ey, ich hab grad meine ganze Luft verloren. Scheiße. Nicht gut. Ich muss auch mit Luft jetzt einsteigen, aber die haben zu viel, ne? Ja, ja. Guck mal, wie viel Luft er hat, ey. Leute, der Bomber muss hier weg, der macht mir die ganze Zeit das Radar immer wieder kaputt. Ich komm doch. Ja, das ist ja nicht gerade das erste Mal, dass ich das sag. Entschuldigung, dass ich da oben gerade gekämpft habe. Tut mir echt leid. Achtung, Bombe auf Christian! Christian, beweg dich! Beweg dich! Das passt, macht schon. Christian! Er muss weg. Wir brauchen da unbedingt mehr Luft, ja. Ey, das ist so lahm, es nervt. Panda wird angegriffen. Dauert nicht zu lang, wenn ich das baue, ne? Ja. Hab hier nichts, ne? Ja. Panda wird angegriffen. Scheiße. Ja, jetzt kommt auch sein ganzer Tech 2 gerade runter. Panda wird abgegriffen. Wird kritisch, ja. Wird kritisch? Ja. Ja, es wird sehr. Für Christian wird es auch lieber kritisch hier. Ich bin zwar schon. Dann zieht euch zurück da. Komm mal da weg. Drei Leute machen von denen Luft. Ich komme jetzt auch mit Luft. Ich hab Tech 2. War so frei. Ich muss noch kurz warten, bis ich richtig produzieren kann. Ich sehe, wieder bräuchten wir wieder, wenn mal wieder ein Radar, ey. Ich weiß nicht, was von oben kommen kann, ne? Weil ich habe jetzt hier fast alle Heimat verloren. Scheiße, der Christian hat hier auch viel verloren gerade. Aber gut, er hat auch selber noch irgendwie einer Ende stehen. Ich glaube jetzt aber auch mit meiner Produktion von. Ach, Torpedobombe, noch doof. Okay, die wissen, wo ich bin. Naja. Die wissen auch, wo ich bin und dass sie da gleich ein bisschen Gas geben können hier. Da kommen sie nämlich schon. Ja, ich gehe jetzt gleich auch auf Tag 2. Komm wieder Bombe. Niemand bitte direkt sagen, bei wem die Bomber kommen, ja, damit wir uns darauf einstellen können. Achtung, oben. Scheiße! Ja, da hast du jetzt gebucht. Die Verteidigung schießt ganz gut hier drauf. Die versuchen jetzt hier, glaube ich, da zu mir rüber zu kommen. Oh, da kommt Luft zu mir!
Ich weiß jetzt nicht, ob es gegen meinen Commander ist oder nur zum Erforschen. Ja. Ach, ist ein Abfangjäger. Viele Abfangjäger. Ich glaube, wir müssen hier auch aufpassen. Die kommen jetzt hier an meiner Seite. Ich denke mal, der Johnny tut hier oben seine irgendeine Base aufbauen, denke ich mal. Mal kurz einmal rüberfliegen. Ja, vielleicht mal baut er da Raketen, das kann ich mir vorstellen. Ja. Christian, Mike hier. Masterpunkte. Radar, da haben wir Christian. Jo. 2. Geht, okay, Abwehr auf jeden Fall bauen. Ja, das auf jeden Fall, habe ich auch schon direkt gemacht hier. Ja, wir wissen. Erst mal kurz an, was da oben kommt. Oh ja, ist einiges. Wir wissen ein bisschen wenig. Über den Gegner gerade. Ja. Ja, momentan sieht es irgendwie nicht so gut aus. Das ist wohl wahr. Ihr müsst scouten. Ja. Ich baue jetzt erstmal unser Radar hier an der Seite aus. Wichtig ist, wir haben die Massepunkte da bekommen, die wir wollten. Uns gehören auf jeden Fall mehr Massepunkte als denen. Natürlich haben die einen Bereich da, der mir nicht. Na gut, was der Daniel hat da. Und naja, Daniel. Auch. Achtung, der Luft! Luft oben! Ah, ein Abfangjäger. Beach hat auch schon Tag 2, also. Ne? Ich weiß. Ich hol mir eben schnell die Abfang hier runter. Ich denk mal, die checken ab, was in der Mitte los ist. Oh, guck mal, was da kommt. Oha. Also ich kämpfe jetzt hier gegen mehrere, ne, in der Mitte. Ja, ja. Oh, gegen zwei kämpfe ich jetzt hier gerade. Christian, wenn du kannst, hilf ihm. Ich ziehe mich ein bisschen zurück. Aber ich habe jetzt Tech 2 Produktion angekurbelt. Ja, das läuft jetzt eigentlich. Ich habe auch ganz viele Tech 2 Gunships. Genau, danke, Atice. Warum habe ich so wenig Einheiten? Die können natürlich durch die Mitte hier durch dann gleich. Ne, guck mal, was da kommt. Scheiße. Christian, du gehst rüber. Ich mach den Ablenkungsangriff an der Seite. Komm zu uns, Tim. Das kriegst du aber hin. Achtung, da kommt der Abfangjäger nur. Was ich mich frage, ja, wir müssen da Dings hinbauen, normalerweise Verteidigung und so ein Kram. Ja. Aber, okay, der Ablenkungsangriff bringt nichts. Mein Commander ist nicht schnell genug da, das ist das Riesenproblem. Der wird mich komm, nur kosten. Komm, Tag 2 jetzt an, ja. Ey, da hast du mal, wie viel Luft da ist. Die haben sich entschlossen, da rüber zu. Ich verliere eigentlich das meiste gerade. Johnny wird jetzt viel verlieren. Er läuft einzeln hier rein, ohne Formation. Da Achtung, da kommen auch viele Flieger, das sind meistens auch Luftbomber dabei. Ah, ne, noch nicht. Ich habe einige Tech 2 auch dabei. Schwere Panzer und so. Ich kämpfe hier gegen Daniel, hier ist alles dabei. Ja, alles, dann kommen wir gerade. Ja, ja, Christian, wenn du kannst, unterstützt da mit der Verteidigung hier so, wir schaffen das. Wie der Mike schon sagte, die werden hier gerade übelst verlieren. Aber wir haben wieder keine Sicht mehr hier. Ich habe ein Tech 2 Radar unten, also im unteren Bereich sehen wir alles. Bis hier oben sehen wir alles. Jetzt kommt er in der Mitte genau. Okay. Zwischen uns beiden. Oh, das gibt viel Masse für mich zum Einsammeln. Christian, hier. Hast du genügend Verteidigung in der Mitte? Er kommt jetzt zu dir rüber. Mike, so Masse, Emi Masse, okay? Mhm. Gut, dass wir uns da einig sind. Er kommt doch nicht. Er geht wieder zurück.
Oh, mein Rücken. Kommt da von oben. Also immer noch zwei durchgelaufen, ne? Kriegst du die noch? Ah, die kriegst du ja. Wir waren oben gerade da. Ah, ich baue. Daniel ist irgendwie bei mir punktemäßig vorbeigelaufen, was nie ein gutes Zeichen ist. Der kommt jetzt auf dich frontal. Mich? Ja. Raketen! Ja! Habe ich doch genügend Verteidigung. Haben wir genug Strom? Ja. Ich hab ja genügend Strom. Ich würde jetzt gleich noch einen bauen. Ich wollte ein Ressourcenverteilsystem-Upgrade machen. Wenn es möglich wäre. Ich teste mal kurz. Upgrade Res. Upgrading. Okay. So, wir sehen jetzt in der Mitte. Ah, Scheiße, Mann. Diese Raketen nerven mich hier gerade. Mhm. Ich brauche keine Abwehr, oder? Oh nein. Wir müssen hier aufpassen. Er geht auf einzelne Punkte. Christian, können wir irgendwie Druck machen, ihm hier in der Mitte? Ich sehe ein bisschen. In der Mitte? Ja, also ach, was kommt denn da schon wieder an? Ey. Zwischen mir und dir. Dass wir ihn ein bisschen fernhalten, weil er gerade anstrengend wird. Ich kann vorgehen. Das könnte man versuchen, ja. Mike, ich schick dir die Leute rüber, oder geht's? Geht. Genau, das ist jetzt gut, was du machst. Sicher, dass es geht. Ah ja, geht. Alles nur Tech 1. Alles klar, ich hab Rust, perfekt. Weiter, Christian, es läuft. Der muss sich zurückziehen hier. Halt aber viele Dinge. Ja, Raketen, aber die habe ich hier alle gerade ferngehalten. Das ist, glaube ich, schon noch Luft, das musst du kaputt machen. Achtung an der Seite, Leute, seht ihr das hier an der Seite? Ah, nee, da oben. Also da war wieder schön viel Luft gewesen. Vom Shepard sieht man jetzt gar nichts mehr, warum? Weil er sich hochtickt. Wahrscheinlich, ne? Tech 2 Luft vom Daniel, Achtung! Und hinten ich hab nichts dabei, Anti-Luft. Achtung, da kommt Luft, da kommt was auf den Christian geflogen in der Mitte. Ja, soll kommen. Geh ganz nach links, kurz. Wenn die alle abwerfen. Von hinten? Naja, die scouten nur. Da kommt wahrscheinlich gleich noch mehr. Komm, Christian, wir bleiben hier in der Mitte zusammen. In der Mitte zusammenbleiben. Und weiter nach oben Druck machen. Und ich hab kein Anti-Luft dabei. Egal, ich auch nicht. Das war nie geplant, dass wir mit diesen Einheiten angreifen. Immer weiter. Okay, Tech 3 spam ich jetzt, ja? Was, Tech 3? Kommt wieder Luft? Ja. Immer weiter, Christian, das ist super, wir brauchen. Da kommt voll viel Luft auf mich, kann das sein? Habt ihr Flak mitgenommen? Nein, ich das waren zwei Flak. Wir haben nie gedacht, dass wir angreifen. Ich hab hier genug. Ich verliere meine ganze eigentlich am Boden. Guck mal, wie weit wir ihn zurückdrücken. Da ist Tech 2 Verteidigung vom Mark. Guck mal, Mark baut bei Bleach Verteidigung auf. Ich hab grad wieder meine ganze Luft verloren, das gibt's doch nicht. Mach die Massepunkte an der Seite kaputt, wenn du kannst. Und Radar kriege ich nicht mehr hin. Aber den Masterpunkt habe ich geschafft, ja. Okay, in der Mitte. Wir haben sie jetzt erstmal ein bisschen wieder zurückgehalten. Und wenn du jetzt kannst, Techniker vor und hier. Oder ich nehme einen und gebe ihn dir, okay? Warte mal kurz. Nee, der wird ja uns eh. Die Schilder, aber macht nichts. Ich habe Tag 3 jetzt hier. Hier, in der Mitte wird einiges weggeräumt, aber die Schilder sind noch da. Achtung, Tag 2 von Luft von Daniel.
Also, er kann hier durchlaufen eigentlich. Wo? Hier links. Wenn er hier links jetzt abbiegt. Boah, wie viele Corsairs kommen denn da? Wer ist denn blau? Daniel? Ja. Mhm. Ja. Können wir die mal runterholen? Nee, ne? Ich bin gleich auch auf Tech 3. Der ist gleich bei mir durch. Ich hab nix. Das ist doch nur Tech 1. Hast du einen Commander da oder nicht? Ja. Ich hab kein Radar hier, das ist das Problem. Ja, ich helfe euch. Ich hab hier Raketenwerfer, nur aber nur hier rumstehen. Achtung, Raketen kommen. Zu wem? Ja, die sind glaube ich hier hingelandet. Ja, er macht meinen. Hier läuft jemand drüber zu mir mit. Wir brauchen ja. Ja, er macht von Weitem den Dings kaputt. Scheiße. Achtung hier, wir kommen wieder Tech 2 Luft gerade. Boah, haben wir mal kurz. Hat der Daniel viel Tech 2 Luft gerade, ey? Ja, müssen wir aufpassen, wenn er viel Tech 2 Luft hat, dann kann er uns ziemlich schnell rot machen mit. Mhm. Oh, ich brauche unbedingt Tech 2 Radar, ey. Ja, definitiv. Obwohl Chris hat seine Dinger so stehen da, das ist das Gute. Die wichsen alles weg. Ich brauche eine Mitte. Kann einer schon Dings bauen? Sag mal schnell Tech 3 Radar. Nein. Hatice, deine Tech 2 Verteidigung wird angegriffen. Ah, jetzt ja. Jetzt sehen wir's. Jetzt können eine Verteidigung auch gut schießen. Ja, da kommen wieder Raketen. Vier Stück. Eine ist kaputt. Vom Joni. Naja, meine Raketenabwehr wird nicht fertig, das ist das Riesenproblem. Ich habe momentan keine Masse. Der will hier nur meine Verteidigung wegbomben, das ist alles. Wir haben ein Problem. Was denn? Wir haben an der Seite wieder die Einheiten verloren. Daniel kommt mit Tech 3 jetzt hier an der Seite. Was, Tech 3? Hier. Ja, ja klar. Aber ich habe ihn bald mit Punkten, habe ich die gleich ein. Also ich tue mich langsam wieder nach oben. Arbeiten. Wir müssen mal scouten, hat Teacher mit Tech 1 Scouts. Ganz vielen. Boah, wow, kommt Tech 3, ey. Da ist die. Okay, das Tech 3 in der Mitte, das wird schon eher ekelhaft. Du hast da von mir drauf, Holz. Oh, da, das sind zwei Dinger, oh, das sind diese dicken Dinger da. Oh, ihr müsst das Ding down. Scheiße, genau, such mal seine. Ach, da oben hat er seine. Guck mal, da hat er seine Anlage stehen. Er schießt auch wieder. Christian, ich mach einen Gegenangriff, ja? Von der Seite. Das. Kann das hier aufhalten. Läuft schon. Geht genug eigentlich von mir. Wir müssen gucken, wo deine seine sammelt. Hier ist kein Durchkommen gewesen. Er hat zwar einige Einheiten von mir gekillt, aber durchkommen ist er nicht. Okay. Da ist ganz viel Tech 2, guck mal da oben. Der fliegt gerade hoch mit dir und will dich ja, da killen. Ja, der fliegt hier hinten runter. Zu meinem Tech 3 fliegt, aber auch guck, wie viel Tech 2 der hat. Ja, das ist problematisch gerade.
Ach du Scheiß, guck mal. Bitte. Was soll ich gucken? Bleach hat auch Tech 2. Jo, wir müssen was. Der Beat sei gescheppert. Mike, ich glaube, du brauchst ein Schild oder so. Ich hab Raketenabwehr. Schilde nützen mir halt nichts, wenn die so viele haben. Aber ich habe halt hier ziemlich viel Flak eigentlich. Geh jetzt gleich auf Tech 3 Restorer. Okay. Ich auch auf Fluch Überlegenheit sehen, gell? Ach, du Schande. Mike, ich nähe mich mal bei deiner Luftabwehr. Kannst du ein paar von den Luftabwehrleuten zu mir? Ach, du bist da komplett. Ich ziehe meinen Einheiten mal rüber zu dir, weil sonst werden die da links gekillt gleich. Ja. So, ich habe jetzt alles auf Tech 3. Außer Commander. Commander muss noch auf Tech 3. Ich bin der Erste, der versucht von uns auf Tech 3 Luft zu gehen. Ich bin schon auf Tech 3 Luft. Also, dann bist du schon. Achtung, da an der oben kommt wieder das Tech 2 von Daniel. Scheiße, Mann. Ich weiß, wenn ich mit meinem Abfang hier... Nimm Flak mit. Dann kommt er nicht mehr. Und Schilde mitnehmen. Komm zu mir runter, lauf zu mir runter, ich hab hier viel Luftabwehr. Normalerweise müsste ich doch einiges an. Deck 3. Da haben wir doch. So, ich baue jetzt Luftabwehr-Sernwerfer überall hin. Ich brauch Strom. Kommen wieder 4 Raketen. Guck mal, was der Mark an Luft hat, ey. Ja, ich hab da genug Abwehr eigentlich. Wieso schießen die nicht? Warum haben die so spät erst geschossen? Normal. Ach, mein Radar ist down, deswegen. Genau. Aber das Schild muss ich vielleicht nochmal upgraden. Ja, ist schon am Upgraden dabei. Muss man ein bisschen mehr Radar hier bauen. Wenigstens Tag 1 schnell hochziehen. Ja, der macht da vorne alles nieder, ey. Scheiße. Gleich auf Tech 3 auch. Wenn ich Restorer hab, dann. Ich hab auch immer viel Flak. Da kommt der Commander vom Bleaches hier. Oder? Niemand schießt so, oder? Sind das die Tech 3 Dinger? Das schwere Artillerie haben sie. Oh, jetzt haben wir gleich ein Problem, Tim. Tech 3 schwere Artillerie war das eben. Was da wieder geschossen hat. Ey, kann mir irgendjemand Strom geben? Oha, Tim, oha. Wir müssen jetzt mit allem vor, was wir haben, da rein. Jo, dann lass uns kurz sammeln. Weil, wenn er jetzt gleich mit der Artillerie, mit der Schweren kommt, haben wir ein Problem. Wieso habe ich denn keinen Strom? Wegen mir wahrscheinlich. Tim, ach, kannst so. Du mir Strom geben? Oh, da oben, jetzt kommt er durch. Hier oben. Das macht der Mike da oben. Und wir machen das in der Mitte. Ich helf dir, ich hab ja auch da noch was. Achtung, da kommt Tech 2. Oder sowas, ich geh in meine Luft direkt hoch. Der verliert jetzt alle, wenn er hier drüber fliegt. Oh, wir müssen die Artillerie kaputt machen. Und tschüss, mein Freund. Du hast gesehen. Wo ist denn die Arti? Hat eben mindestens die Hälfte seiner Bombe verloren. Die Arti ist hier hinten, einer davon. Die ballert gerade auf meine Verteidigung. Da muss schnell was passieren. Warte, ich komm. Ich laufe hin, ich laufe hin. Bin unterwegs, Tim. Oh, guck mal, Johnny, Tech 3. Genau. Oha, viel Tech 3. Hast du mir Strom gegeben, Tim? Ja, die Arti ist weg, oder? Du hast eine schöne Armee da. Du bist in der Mitte. Ja, aber gegen Tech 3. Schaffen wir es nicht. Dabei habe ich keine Chance. Da kommen ganz viele Scouts. Nicht nur Scouts, glaube ich. Aber doch nur Scouts. Ey, ich habe so Stromprobleme. Bleach ist Johnny merkt,
merkt gerade nicht, dass er beschossen wird. Er denkt, er kann mit Dings das kaputt machen, aber ich habe genug Abwehr da stehen, glaube ich, für seine Raketen. Ja. Und wir arbeiten weiter gegen das Tech 3 da. Das war mal gut gerade. Hier noch ein paar Flieger drauf. Boah, ist das langsam jetzt. Jetzt natürlich Beach geschrieben. Jäger, deine Jäger hat Cheech, ich brauche unbedingt Jäger hier. Na gut, er fliegt auch in Meile. Okay. Ey, die haben nur noch Luftverteidiger am Boden, Leute. Ist doch so schwul. Ey, bis minus 2, Mann. Ja, keine Chance hier, ne? Irgendwie so ein bisschen. Ja, ach du, guck dir das mal an, ey! Was der Mark an Tech 1 hat, das ist doch nicht so. Braucht ihr da Hilfe? Ey, Christian, nicht zurückziehen! So nicht zurückziehen! Nee, ich weiß nicht, wo sie hinlaufen. 86 Tech 1. Oh Mann, ist das gerade langsam, ey. Unlangweilig. Ja, auf jeden Fall. Oh, das, wenn das mit dem Tech 3 hier klappt. Schaffst du das mit dem Johnny Mike? Naja. Er nimmt seine Dings nicht mit. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Mein Tilt ist in der Mitte down. Der kommt jetzt bei mir durch gleich. Hier rechts. Hat hier auch Restaurer-Flug? Ja, der Johnny hat auch Restaurer. Achtung, Christian! Da kommt irgendwas genau auf dich zugeflogen. Kann gerne kommen. Ja, ich scout nur erstmal. Soll kommen. Okay. Jo, ich würde jetzt auf jeden Fall deine Mitte. Ja, nämlich ich hab nichts in der Mitte, wo er durchläuft. Ist das Riesenproblem an dem Ganzen. Halt dich schon den Flieger hoch! Ja, Johnny, ich weiß. Ich hab da nichts, der Haus ist gleich alles weg da jetzt. Scheiße, komm. Was machen wir denn jetzt? Herr Teacher, wir müssen vor allem hier unten auch eingebunden. Da kommt gar nicht Mike, Luft. Also ich beschütze dich. Da kommt ja, gar nicht wenn ihr mit Luft über mich fliegt, rechts, wo mein Commander steht, ist alles, holt sich komplett alles runter. Aber bei Mike ist ja auch Luft. Mike, kümmer du dich noch um Mike, die Einheit Dinger, lieber die Tech-3-Dinger da weghauen, die da laufen. Boah, das langsam. Ja. Scheiße, die kriegt drei Dinger hier. Mal du dich darum, Mike. Ich mach dir Luft. Oder auch nicht. Scheiße, nicht. Doch. Oh Mann. Ich glaub nicht, Tim. So, ich hab seine Luft runtergeholt. Andere ist nur ein mobiler Raketenwerfer, was er da noch so hat. Wenn die Dinger da weg sind, ist schon mal gut. Ich kann leider gar nicht zurück oder so. Ich muss hier unbedingt genau das kap. Danke. Genau hier drüber, über mich drüber fliegen hat Dieter, wenn du Hilfe brauchst. Hier, da wo mein Commander steht. Ey, der macht mir da die eine Fabrik kaputt. Könnt ihr da helfen? Was denn? Ja, ich bin gerade dabei. Der kommt wieder oben durch. Wir haben kein Radar. Der hat jemand Tech 3. Zeit für Tech 3 Radar. Oder so viel. Wir sehen nicht, was in der Mitte kommt. Wir sehen gar nichts. Warte. Ja, ich bin am Bauen. Wenigstens mal Tech 3. Mark hat Tech 3. Ja, der hat sogar viel da oben. Bauradar. Nicht. Ey, wo fliegen die denn hin? Ihr Wichser! Was denn? Ja, meine Flieger! Guck mal, sich da aufgebaut hat an Verteidigungslinie, die werden so kotzen, ey. Tut mir ja wirklich leid, Mann. Quatsch, du hast einfach eine Ecke gesperrt, fertig aus. Wenn sie da durchkommen wollen, ist das nicht mein Problem. Ich baue gerade ein Experiment hin, also. Ey, der ist bei dir durch! Der ist bei dir durch, Christian! Was, wo denn? Da kommen? Ist auch schon in deiner Base, aber hast du noch genug da? Was? Wer ist in meiner Base? Hä? Der Hellblaue! Der Hellblaue ist in deiner Base! Bei also, mir ist niemand in meiner Base. Da, wo dein Commander steht. Das ist doch nicht meine Base.
Also wenn jemand mich unterstützen will, eben schnell mit... Oh, gerade Stromprobleme. Das wäre natürlich schlecht, wenn es jetzt gerade ein Stromproblem gibt. Okay, wo soll ich dich unterstützen? Hatice, flieg mal bitte kurz einmal hier rüber. Wo baust du dein Experimental? Oh. Ich komm rüber. Da. Gib mir einen Techniker von dir und dann... gib mir mehrere Techniker von dir, dann kann ich das übernehmen. Ganz schnell. Bei, direkt bei dir stehen, weißt du? Ja, warte, ich mache. Dann muss ich nichts rüberschieben. Hier, Mike. So. Notec 1. Hab ich. Bau. Helfe. Bau. Notec 1. Mike, guck. Und hier ist viel. Von Mark. Notec 2, ja. Ganz viel Flak hat er da gebaut. Christian? Okay. Ja, was denn? Können wir irgendwie einen Bot hier hochziehen für die... Das wird hier... Ist gleich fertig. Das endet hier nicht gut, habe ich das Gefühl. Ja, ich kann dich unterstützen. Ich selbst bin noch nicht auf Tech 3, das ist mein Problem. Ich kann auch erstmal auf dem Weg hin. Wenn der gleich wieder mit mobiler Artillerie kommt, habe ich sowieso ein Problem, ne? Wo ist der ein Radar? Ich habe uns gerade ein Radar hingeschustert hier vorne. Wir brauchen unbedingt Tech 3 Radar gleich. Tech 2, jetzt sehen wir wenigstens. Bis hier sehen wir jetzt momentan. Ich hab Tech 2 gebaut. Bis hierhin sehen wir. Okay, Mike, wir können direkt den nächsten starten, nächsten Bot zusammen. Ja. Gib mir wieder, versuch mir mehr und mehr Techniker oder so zu geben von dir, dann können wir da. Können wir da was ganz Großes machen. Ja, ich habe meine ganze Masse da verloren. Ne? Am besten ist, wenn der Chrisa noch einen macht. Wir brauchen einen Monkey Lord oder halt diesen Fett. Kann euch einen Techniker geben. Kannst du mir einen Tech 3 Techniker geben? Ja, ich habe keinen Tech 3 bisher. Aber ich kann hier die Fabrik mal auf Tech 3 bringen. Achtung, wir werden gerade. Irgendwann auf uns wird gescoutet, oder? Jawohl, da oben Tech 2 Radar kaputt gemacht von denen. Ich arbeite daran, um mit einer Fabrik auf Tech 3 zu gehen. Ja, ich habe nicht genug wahrscheinlich hier. Das ist das Problem jetzt gleich. Warte, ich muss mal Strom versorgen, weil wir haben ab und zu Strom. Du wolltest mich wahrscheinlich gleich killen. Tim, alles was du an Luftabwehr hast, bitte wo mein Commander steht. Am zieh deinen Commander auch mal zurück da, den brauchst du auch da nicht mehr. Ach, ja, das ist der einzige Platz, der gut aus, der gut ist. Der einzige Platz, der was kann. Da kommt was krasses. Nee, das ist Daniel nur. Daniel, der nicht zu sehen ist. Wir müssen hier mit irgendwas drüber fliegen. Die greifen uns aus der Entfernung an und wir sehen die nicht gerade. Ja, ich sehe es. Tu meine Tech 3 Einheiten nach links. Da kommt ein Bot, weg hier! Bot. Sofort weg! Monkey Lord nur! Ja, Monkey Lord, du hast doch Tech 3 Bomber gehabt, oder? Ja, aber ich mag mein Commander direkt an der Front stehen. Problem ist, du siehst ihn jetzt nicht. Ja. Ja, muss ihn. Hast du irgendwas, wo du ihn abholen kannst? Nee, ne? Ihr müsst eure Commander auf jeden Fall jetzt wegbringen von der Front ein. Ja, aber wohin? Wir haben sonst keinen Ding. Lass ihn nur auf den Monkey Lord schießen, deine Abwehr. Ich kann alles rausschicken, was ich habe, aber das hilft. Wo ist der Monkey Lord? Hatice, lass uns mal eben schnell langsam mal die Luft da wegmachen. Ja. Wo ist der Monkey Lord? Der steht noch da, der ist glaube ich nicht rein. Ja. Der ist noch nicht drin. Jetzt musst du mit deinem Bot irgendwie Druck machen. Ja, mach ich gerade. Oh, was ist das? Das ist ein bisschen leiser. So, wir holen jetzt erstmal die ganze Luft vom Shepard runter. Geht einer hat da ziemlich laute Lautsprecher. Tut mir leid, Entschuldigung. Was ist ja mit Darth Vader? Ich krieg das nicht selbst mit, sorry. Geh mit allem, was ich habe, auf den drauf. Wenn du jetzt noch mit deinen Dingern kommen würdest, mit deinem, jawohl, das dauert die Ficken in den Park. Schnell noch eine hochziehen, Tim, wa? Hilf mir im Schild, schick am besten deine Techniker dran. Dein Commander, okay, ja, ich bin. So, ich bräuchte jetzt nur Strom und dann könnte ich Gas geben. Also, die helfen deinem Commander immer, oder? Soll ich das so machen? Oh, da kommt auch ganz viel. Soll ich machen, dass meine Techniker mit deinem Commander helfen? Ja. Okay, den habt ihr umgemacht. Super, danke, Leute. Der Joni hat jetzt auch auf Tech 3 gegangen. Ey, scheiße, die macht meinen Bot da oben kaputt. Meine Flak!
Warum ist sie nicht mitgegangen? Okay, jetzt geht's los. Christian? Also der Bot geht down, ne? Ne, ne. Was denn? Lass uns oben ein bisschen Druck machen. Die sind jetzt auch gerade ein bisschen überwältigt, dass sie das hingekriegt haben. Ey, die machen zu dritt. Die haben sich geschert. Das ist scheiße. Das heißt, die haben sich geschert. Ja, die haben... Beide haben Aeon jetzt. Oder ja, war es schon vorher? Ja, Jevo Player hat ihn gegeben wahrscheinlich. Ja. Also noch mehr Flak. Gut schick. Okay, kann jetzt losgehen. Ich gehe jetzt auf Tech 3, dann kann ich Monkey Lord aufziehen. Ich kann euch auch Techniker geben, wenn ihr auch aufziehen wollt. Hat jemand was gegen Atombombe? Nein. Ist ja nicht. Gedacht. Das sollten wir vielleicht eher machen, bevor wir diesen Bot hier hochziehen. Warte, ich mache jetzt schnell einmal Anti die Atombombe. Gegnerabwehr. Wo ist denn hier? Da. Ich glaube, das ist noch wichtiger. Dann baut der Tim nämlich den Bot zu Ende. Mein Commander taggt sich gerade auf. Momentan, ich habe krasse Masseüberschuss. Kann irgendjemand geben? Baue jemand Masse? Mike. Mike, Masse? Ja, Masse wäre super. Ich baue gerade Raketenabwehr, also atomare. Masse kommt. Masse ist gekommen. Von mir auch. Okay, super. Oh, das ist super. Wahrscheinlich haben die gar keine. Könnten wir eine bauen, ne? Aber dauert so lang. Soll ich eine bauen? Hey, wenn wir es hinkriegen, Christian, versuchen wir mal. Ich müsste jetzt Tech 3 Techniker und dann könnte. Ich müsste jetzt nur einen Tech 3 Generator und dann könnte ich den Monkey Lord da hinsetzen hier direkt. Du könntest mir einen Techniker geben. Ich krieg das hin. Ich hab ziemlich viel Masse. Ja, Masse habe ich auch sehr viel, aber kein Strom. Na, das ist dein Problem. Ich bräuchte den Stromgenerator, den muss ich jetzt erst bauen. Guck mal, wir können in der Mitte müssen wir versuchen, mal ein bisschen mehr Druck hier zu machen. Ich lasse jetzt hier mal versuchen, die Masse hier einzusaugen. Und mein Bot ist gleich fertig. Ich baue zwei Bots, ey, das ist geil. Ey. Bei Mike und bei mir. So, jetzt brauchen wir aber auch gleich mal Strom, ne? Ich hab 3000 Strom. Ich bin gerade am Tech 3 Stromgenerator bauen. Christian, wenn du kannst, komm, wir drücken hier weiter. Das. Hab gerade nichts irgendwie, glaube ich. Mein Problem. Ich hab Luftabwehr, aber kein. Aber kein Dings, keine Einheiten momentan. Sorry, ich bin gleich soweit. Gib mir noch ganz kurz. Das Gute ist, er schickt die wieder einzeln gerade. Ich habe jetzt aufgehört mit Landeinheiten, ne? Weil der Johnny macht auch keine mehr. Ja, aber ich orientiere mich schon lange nicht am Johnny. Ja, doch, ich muss mich ja daran orientieren, weil die machen alle beide. Ich weiß, was du meinst. Okay, Dings ist fertig. Ich könnte Tech 3, ich könnte jetzt Dings bauen. Ich könnte jetzt, was soll ich hochziehen? Monkey Lord, ja? Ja. Oha, was kommt hier? Flugzeug. Gut, der hat meinen Monkey Lord nicht gesehen. Aber ich brauche erstmal Sternwerfer, sicherheitshalber. Guck mal, ich habe mir die Luft da kaputt gemacht. Ich brauche jetzt mal 11 Spionage-Flugzeuge eben schnell. Danach Monkey. Ich ziehe den einen Bot rein gerade, der hier unten liegt. Ey, der Mark hat denen alles genommen, ne? Haben wir gerade die ganze Masse? Ja. Oder wie? Echt? Alles, was hier normalerweise, was du erwarten würdest, was dem Leech gehört, hat der Mark eingenommen. Oh Mann.
So, braucht einer von euch einen Tech-3-Techniker von mir? Ja, kannst du mir gleich geben. Ich zieh gleich, wenn mein Bot fertig ist, dann einen Monkey Lord hoch mit deinem. Ich brauche hier Artillerie. Nee, da brauche ich da gar nicht reingehen. Oder ich gehe einfach nach rechts. Warum soll ich denn oben da angreifen? So Blödsinn. Haben die eigentlich strategische Raketenabwehr? Wir haben Omni, ne? Wir sehen jetzt eigentlich alles. Die kommen wieder also in der Mitte. Guck mal, wie viel Dings der hat, ey, da. So krass. Ja, ich weiß nicht, warum er jetzt sammelt. Der kennt ja schon längst da was. Geh beim Johnny rein, da ist nichts. Hier, guck mal. Da ist nichts. Lass mein Monkey Lord wird jetzt gerade hochgezogen hier. Lass mich weiterziehen, lass mich weiterziehen. Wenn du unterstützen willst, meiner wird hier hochgezogen, ne? Wo? Ist da irgendwo strategische Raketenabwehr? Das müsste ich sehen. Meiner ist fertig. Genügend Abwehr, ein paar Einheiten, Christian, und dann laufen wir da rein. Guck mal, wo ich reinlaufe jetzt gerade. Okay, Monkey Lord ist gleich. Monkey Lord ist gleich fertig. Oh, der hat meinen Techniker umgebracht. Was? Tod des Technikers oder was? Ja, aber der Techniker hat gerade einen Bot reingezogen. Ich gehe jetzt auch mit meinem Bot hier unten vor. Daniel kommt eben. Gut, hier, Tim, du wolltest einen Tech-3-Techniker von mir. Ich gebe dir einen, ja? Jo, danke. Ich helfe dir ja gerade, den einen da hochzuziehen. Dann lass uns zusammen in der Mitte gleich gehen, okay? Okay, der eine gehört dir. Steht bei mir in der Basis. Ja. In der Basis, wo? Das ist deine Basis. Hier unten war meine, also wo sie ist. Sag mal, ping's mal an, ich seh's grad nicht, ich bin irgendwie blöd. Ach, da ist deine Basis, da hinten, scheiße. Ja, da bin ich ja normalerweise. Okay, also wenn wir uns jetzt zusammentun mit deinem Bot, der ist ja jetzt fertig, dann greifen wir jetzt in der Mitte an der Seite beide an. Wir brauchen nur ein bisschen Luftunterstützung. Kam aber auch viel am Boden dabei, ganz bewusst. Hilfe! Dann klappt das schon. Das ja, warte, ich Bot ist gleich fertig. Scheiße, was kommt da oben alles runter? Oha, Mike, was kriegst du da ab, ey? Zieh deinen Bot nach vorne, komm, wir gehen jetzt gemeinsam hoch. Der Bot ist doch gleich fertig. Okay, warte, na, warte noch, wir sammeln uns da. Bot ist fertig, das ist nur Text links. Ich bin durch. Wo war denn der 3-Techniker jetzt? Den ich da auf den Weg geschickt habe? Das ist der hier, ne? Ja, genau. Kann der mir hier hinten Experiment Spider-Bot kommen? Ich bin hier durch. Ey, ich habe wieder keine Luft mehr. Die haben mir schon alles runtergeholt. Hast du schon alles weg? Ah, ich muss noch ein bisschen. Meine Flak. Kriegt ihr das hin an der Seite? Ja. Ich schon. Mein Bot kommt doch jetzt auch. Christian? Da ist auch viel Flak dabei. Was macht deine Spinne da? Ich weiß nicht. Ey, hier! Geht ein bisschen klettern, weißt du irgendwie. Der Johnny hat jemanden Torpedobomber. Nein! Ich baue schnell, ja? Natürlich nicht! Johnny, er zieht sich dein Bot ein. Ja, soll er ruhig. Ich baue schnell Torpedobomber, dann war es das für ihn. Ich bin bei Johnny in der Base, Jungs. Baust du? Ich baue auch. Nice. Hey Mike, schaffen wir das? Ja, Christian, Tim bin ich. So, jetzt los, komm! Auf geht's! Los geht's! Ich baue schon die nächste Spinne. Ich
Ich glaube auch die Spinne. Er versucht wieder aufzusaugen. GG. Er wird bestimmt wieder über irgendwelche Verteidigung oder irgendwelche Plätzchen aufregen. Pass mal auf. Da geht gar nichts mehr. Der ist jetzt dran. Marc wird sich wieder um irgendwelche Sachen... Oh nein, die schmeißen in den Boden erstmal rein. Ja, du musst von hinten anfliegen. Ja, ja, macht er jetzt gleich. Mit deinem Botkampf hier ruhig wieder rausgehen. Ja, mach ich euch gerade. Okay, hier mal. Ist noch eine Spinne. Dann lass mal vorwärts gehen. Ah, machen wir jetzt. Machen wir das. Wir haben genügend Luftabwehr dabei, wir haben unsere beiden Bots. Das ist alles Luftabwehr, weil was ich da noch dabei habe. Alles was da steht, ist nur Luftabwehr von mir an Einheiten. Also über die Luft sollte uns nichts passieren. Laufen einfach nur mitten rein, oder? Ja. Wie gesagt, wichtig ist, dass wir die Bots mit dabei haben. Also unsere Luftabwehrbots und auch das alles andere, das sollte mit dabei sein. Die Spinne da kann uns erstmal. Ja, ist Take-2-Verteidigung oder sowas. Ballert da gerade auf uns. Einfach voll rein in das, was da gebaut ist. Die geht da alles kaputt. Siehst du das? Die Take-2-Verteidigung? Mhm. Oh, der baut gerade einen Megabot. Du machst ihn kaputt. Christian, ey. Schick deine Verteidigung, Luftverteidigung von hinten noch schnell mit. Du machst den Megabot. Mach den Megabot kaputt. Bin schon dabei. Also. Achtung, wir brauchen hier Luft. Hab genug Luft, kommt gerade. Dürfte alles weggehen. Die laufen lieber den Bleach, man, ist doch viel einfacher. Er steht direkt da. Tschüss. Ja, das warum kümmere ich mich um den Megabot? Der Johnny kassiert! Okay. Verdammt, für ihn hätte ich mir jetzt einen Schmankerl überlegt eigentlich. Für Johnny hätte ich mir einen Schmankerl überlegt. Da kommt die Spinne! Wo ist eine Spinne? Spinne von Daniel. Hast du Shepard kaputt gemacht oder? Ja. Wo ist deine Spinne? Meine Spinne ist glaube ich tot, kann das sein? Ja, die ist gestorben. Kann das sein, dass er überhaupt keinen Schaden da kriegt? Der Johnny, man sieht's nicht irgendwie. Doch, 4000 ist er. Ja, eben nicht mehr. Lass ihn Johnny nochmal leben. Oh, schade. Ich hatte gerade eine Marinefabrik gebaut. Ich wollte noch mit dem Zerstörer vorbeischauen. Jetzt müsste Daniel eigentlich voll die Stromprobleme haben. Oh, ich glaube, das war ein ganz gutes Endgame von mir. Mit der Taktik haben die gar nicht gerechnet, dass ich einfach da durchgehe. Der Mike hat das Spiel beherrscht, muss man ihm lassen, ne? Mit seinem Flug, im Boden hast du eigentlich nur den Bot gehabt. Und Scheiße, ich habe die ganze Zeit hinten einen Spinnenbot stehen. Benutzt den nicht, ey. Ich auch, meine läuft eben erst los. Jawohl. Klasse, Jungs. Boah, das sah gar nicht so aus, ey. Das muss ich auch sagen, dass du lange Zeit nicht so. Was ist mit dir los? Weißt du, was das Problem bei denen war? Von Shepard und von Johnny, die haben nichts mehr gemacht. Die haben mich hochtacken lassen. Da kam nichts mehr. Und ich wusste genau, jetzt brauche ich auch keine Einheiten mehr großartig. Und ich bin halt hier genau hier oben durch. Ja. Der dachte wohl, das ist eine Mauer, da kommt er nicht durch. Warum hat der Yes geschrieben? Weiß ich nicht. Wir gucken uns mal die Punkte an. Mike, 1144 Kills. Der hat auch 3 Commander gekillt. Respekt. Ja, Mike, so ist er. Das ist sein Spiel gewesen. Ja, meins war es überhaupt nicht irgendwie. Wir haben es doch trotzdem gut gemacht an der Seite. Auf jeden Fall. Da ist nichts durch. Von daher. Darauf kommt es an. Gut, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Denn jetzt gehen wir gleich Battlefield 4 spielen. Ich habe teilgenommen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.